Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer neu strukturierten Review-Gameplay-Videos. In dieser Folge stelle ich dir das kostenlose Browserspiel Big Bang Empire vor. Die Aufgabe in diesem Spiel ist relativ einfach. Werde zum größten Pornostar überhaupt und messe dich mit anderen Online-Spielern. Ja, nun komme ich kurz zu den Währungen. Wir haben einmal das normale Geld und die Diamanten. Beides sind Währungen, die mich hier weiter voranbringen, wobei das Geld eigentlich im Überwiegen zählt. Hier siehst du nun meinen Star. Jeder Star hat verschiedene Attribute, wie Stärke, Ausdauer, Charisma und Cleverness. Die können durch Accessoires, wie hier zu sehen, beeinflusst werden oder natürlich auch durch Geldscheine künstlich dazu gekauft werden. All dies ist wie ein Rollenspiel aufgebaut. Man kann hier jetzt im Sexshop Dinge kaufen und einfach reinziehen zum Kaufen. Oben links immer der Vergleich, was wird verbessert, was wird abgezogen. Die Preise schwanken meistens zwischen Scheinen und Diamanten. Deswegen, die Diamanten sind eigentlich die Währung, wo man halt nachkaufen kann. Ja, in diesem Bereich sehe ich meine Erfolge, meine Ziele. Allgemein zu den Missionen, zum Shop, zu den Duellen. Alles das wird gelockt und kann ich mir jederzeit oben angucken. Ja, dann will ich mal weitergehen. Als nächstes die Karte. Jetzt haben wir noch Telville. Später wird die Karte noch größer und ich muss zudem noch mehr PR-Arbeit leisten. Ja, wie bereits angesprochen, die Diamanten werden durch Echtgeld gekauft. Von den Diamanten abwärts können Geldscheine oder auch Objekte gekauft werden. Ja, das Spiel teilt sich auf in mehreren Missionen, es gibt Kampfmissionen, es gibt Zeitmissionen, Fähigkeitsmissionen und ja, die Duelle. Hier haben wir jetzt das Duellmenü. In diesem sehe ich die Charaktere von anderen Mitspielern und natürlich auch den ihre Ruhmpunkte. Je höher der Ruhm, desto schwerer wird es, gegen die zu gewinnen. Zusätzlich ist unten noch eine Mutanzeige, die mir anzeigt, wie oft ich gegen einen Gegner oder gegen die Gegner antreten kann. Also somit ist der Kampf auch eigentlich limitiert. Die Duelle haben natürlich auch Bedeutung, sie bringen Ruhmpunkte und natürlich auch Geld. Gehen wir mal kurz zu den einfachen Job. Was ich persönlich sehr gut finde, ist die Möglichkeit, seinen Charakter über eine gewisse Zeit arbeiten zu schicken. Cool sind die kleinen Geschichten, wie du jetzt hier lesen kannst. Für eine genaue Zeit kann ich den zur Arbeit schicken und bekomme dafür halt Geldscheine. Ja, dann gibt es noch die Booster. Die können zusätzlich gekauft werden, fördern vereinzelte Attribute, vereinzelte Aktionen werden dadurch erleichtert. Ja, dann komme ich mal zum Filmdreh. Das ist natürlich eines der wichtigsten Teile in dem Spiel. Hier hatte ich schon mal ein Filmset vorbereitet. Ich kann am Anfang Studio aussuchen. Die Namen dieser Studios sind eigentlich immer recht interessant, werden von Mitspielern erstellt. Ich kann mich dann dort bewerben oder selber ein Studio gründen, wenn ich das nötige Geld dafür habe. Ja, hier sehen wir jetzt die Diamantenpreise. Nichts Besonderes. Gehen wir nun auf die einzelnen Missionen ein. Zuerst die Zeitmissionen. Diese sind zeitlich haben eine Zeitvorgabe, wie lange man warten muss, haben interessante Stories, bringen Scheine, Erfahrungen und kosten mich natürlich Energiepunkte. Ja, möchte ich das beschleunigen, wie hier zu sehen. 4 Minuten will ich nicht warten, kann ich diesen Zeitabschnitt auch mit Diamanten überspringen. Ja, die Diamanten sind am Anfang gut vorhanden. Wenn man sie sich einteilt, kommt man sehr gut über die Runden, ohne groß was kaufen zu müssen. Ja, jetzt haben wir die eine Fähigkeitsmission. Hier spielen die Attribute des Charakters eine große Rolle. Oben rechts wird dann angezeigt, wie schwer der Gegner ist. Ich gehe mal jetzt mal schneller durch. Hier haben wir das Zufallsverfahren. Das ist bei Fähigkeitsmissionen ganz normal, je nachdem wo jetzt der bleibt. Jetzt habe ich gewonnen die Mission, sehr gut, krieg auch Erfahrung und steige sogar noch auf, kann jetzt meine Attribute verbessern für den Spieler. Zusätzlich, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, kann ich auch ein paar Geldscheine einlösen, um diese Attribute zu fördern. Ja, was nehmen wir denn jetzt als nächstes? Nehmen wir die Kampfmissionen, ja. Das sind theoretisch dieselben Duelle, nur gegen vorgegebene Charaktere. Oben rechts steht halt, er ist einfach zu besiegen. Es gibt 4 Scheine. Anders als bei den Duellen gibt es aber hier eine Vorlaufzeit. In diesem Fall sind es halt 3 Minuten. Wie schon erwähnt, sind die Texte dazu immer relativ interessant gestaltet.
Ich möchte jetzt natürlich nicht warten und gehe jetzt mal weiter und komme direkt in den Kampf rein. Ja, erklärt sich eigentlich von selber. In dem Fall ist der Gegner eine sehr leichte Beute. Ja, die einzelnen Situationen sind sehr gut beschrieben. Könnte man auch glatt aus dem Alltag nehmen. Der Gegner hier ist natürlich kein großer Herausforderung für meinen Charakter, Erfahrung, ja, alles klar. Es gibt 4 Scheine, ein bisschen Erfahrungspunkte. Kann man mit leben, damit ist aber die Mission abgeschlossen. Ja. Ja, obwohl das Spiel hier als Bonusspiel angegeben wird, sehe ich eigentlich nur ganz wenige Punkte, die das Spiel damit unterstreichen würden. Es wird viel ins Lächerliche gezogen. Gut. Gehe ich mal kurz zu den Boostern. Die können aktiviert werden. Und liefern, wie schon am Anfang kurz erwähnt, verschiedene Verbesserungen für eine gewisse Zeit. Ja. Da hatten wir... der Filmdreh. Hatte ich ja vorhin... Muss ich ja kurz unterbrechen. Ich kann... Gehe ich jetzt mal zurück. Also es kann das Cover, das Layout ausgelegt werden. Fangen wir mal vom Anfang an. Erst ist das Budget angegeben. Kostet mich natürlich auch. Dann der Ort. Oder das Set halt. Krankenhaus, sehr interessant. Klassenzimmer, gut, gehen wir weiter. Den Filmtitel. Wie du siehst, werden die Diamanten hier auch für eingenommen. Der Titel ist auch ganz gut. So, dann darf das Layout, der Ausschnitt, der Hintergrund und der Rahmen gewählt werden, sodass all dies zusammenwirkt mit dem Charisma des Charakters. Die Produktion eines Films ist relativ teuer. Man sieht es hier, es kostet mich einiges. Zum Abschluss gibt es dann nochmal eine Übersicht über die Preise. Gibt es auch genügend Erfahrungspunkte. Gibt natürlich dann auch Geschenke. Ja, drehen wir mal. Und dann kommt der nächste Punkt. Produktionsvorbereitung. Hier muss ich denn sehen, dass ich durch diverse Missionen halt die Anforderungen erfülle. Weiße Wäsche besorgen. Die kriege ich durch Missionen und Überzeugungsarbeit durch Duelle. Alles nicht schwierig. Was es dafür gibt und wie oft ich das machen muss, steht halt immer gut beschrieben dabei. Gut, fange ich mal mit der leichten Aufgabe an. Ein paar Kämpfe beschreiten, dann greifen wir mal schön an. Hier geht die Zeitpunktanzeige runter. Und dann geht's auch schon los. Oh. Sind wir schon auf der Springgang, das habe ich verloren. Gut, machen wir nochmal, probieren wir es mal mit... Ja, was machen wir denn da? Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel, in welchen Attributen der Gegner besser ist, in welchen ich schlechter bin. Hier. Oh, da war ein harter Treffer. Das war... Wie schon erwähnt, alles wird auf einer anstößigen Basis gehalten. Es wird nie direkt irgendeine Nacktszene geben oder sonst irgendwas. Es bleibt immer nur bei diesen anstößigen Sachen. Ja, wie zu sehen, 2 von 5 Duelle habe ich jetzt gerade absolviert. Ja, das mit der weißen Wäsche. Mal gucken, ob ich eine so eine Mission finde. Denn nur durch diese Mission kann ich diese weiße Wäsche auch gewinnen. Die scheint es nicht zu sein. Gucken wir mal hier. Die scheint es auch nicht zu sein. Die auch nicht. Irgendeine muss es ja mal sein. Na, starten wir die mal einfach und überspringen wir gleich. Dann sehen wir ja, wie es weitergeht. Ja, Scheine, Erfahrungspunkte. Die auch nicht. Auch nicht. Ja, du siehst, es wird nicht sehr einfach gemacht, die Sachen zu erfüllen. Jetzt machen wir es nochmal. Ja, ein kleiner Kampf. War natürlich relativ schwach. Punkte und jetzt... Ach, gucken wir mal an. Da haben wir die weiße Wäsche unten. Die gibt es als Gewinn. Wenn ich die Fähigkeit abschließe, dann machen wir das nochmal schnell. Überspringen. Oh. Jawohl, gewonnen und die erste weiße Wäsche bekommen. Damit steht mir jetzt auch gleich ein neues Gebiet zur Verfügung und zwar Santo Rocco. Ja. Und da werden natürlich auch noch einige extra Sachen immer freigeschaltet, wenn man halt Level aufsteigt. In Santo Rocco kann ich jetzt wieder neue Missionen annehmen und Levelaufstieg auf 10. Machen wir gerne. Ja, und dort auch meine weiße Wäsche komplettieren.
So, nach diesem kurzen Break bin ich wieder da. Wie du siehst, sind jetzt alle Sachen erledigt. Ich kann sie jetzt alle einlösen und bekomme dafür natürlich meine Prämien und mein Geld und natürlich einen ganzen Haufen Erfahrungspunkte. Ja, der Film ist abgedreht, eine Wertung 9,0 bekommen, dafür Fans gewonnen, Scheine gewonnen, Erfahrungspunkte gewonnen und natürlich ein paar Klamotten. Fans werden übrigens im weiteren Verlauf sehr wichtig werden, um weitere Filme noch höher zu platzieren und natürlich den Weg als Star zu ebnen. So, dann rüste ich mal schnell meinen Charakter mit den neuen Klamotten aus. Und ja, du siehst, es sind zwei weitere Informationen hinzugekommen. Einmal die gedrehten Filme und die Fans. Die Fans werden später noch eine große Rolle spielen, wenn weitere Filme gedreht werden. Können diese die Einnahmen steigern? Um natürlich die Fananzahl zu steigern, gibt es die Möglichkeit, an verschiedenen PR-Veranstaltungen teilzunehmen. Ja, das war unser Review-Gameplay-Video zu Big Bang Empire. Ihr könnt euch kostenlos auf www.bigbangempire.com anmelden. Alles rund um Videospiele findest du bei uns auf neogamer.de.